Wir kommen zur Zusammenfassung des Online-Seminars zum Prüfungsteil Sprechen beim neuen Goethe-Zertifikat B2. Zu Beginn habe ich einen Überblick über die beiden Aufgabentypen gegeben. Im ersten Teil sind sprachliche Produktion und Interaktion verlangt. Die Teilnehmer halten einen Vortrag und interagieren im Anschluss daran, indem sie sich gegenseitig Fragen zum Vortrag stellen, die Fragen beantworten und auch die Fragen des Prüfers beantworten. Und im zweiten Teil geht es dann um sprachliche Interaktion. Die Teilnehmer diskutieren hier über ein bestimmtes Thema, vertreten eine Position dazu und tauschen Argumente aus. Danach habe ich kurz zwei Lehrwerke für die Prüfungsvorbereitung vorgestellt, nämlich das Übungsbuch und das Testbuch mit Erfolg zu Goethe B2. Das Übungsbuch enthält für jeden Aufgabentyp zwei Beispielaufgaben. Jedes Unterkapitel ist gleich aufgebaut und besteht aus drei Teilen. Zuerst gibt es Vorübungen, die der Vorentlastung der Aufgabe dienen. Anschließend folgen Hinweise zur Bearbeitung des Aufgabentyps und die erste Beispielaufgabe. Und am Ende eines jeden Unterkapitels kommt noch eine weitere Beispielaufgabe. Und begleitend zum Übungsbuch ist auch ein Testbuch erschienen. Im Testbuch sind vier komplette Modelltests enthalten. Und für jeden Aufgabentyp werden Hinweise zur Bearbeitung gegeben. Und zum Modelltest 1 gibt es auch eine Musterlösung, also mögliche Antworten. Anschließend bin ich dann genauer auf Sprechen Teil 1 eingegangen. Bei diesem Aufgabentyp erhalten die Teilnehmer zwei Themen zur Auswahl und über eines davon halten sie dann einen kurzen, strukturierten Vortrag. In dem Vortrag sollen sie mehrere Formen oder Alternativen beschreiben, die Vorteile und Nachteile davon nennen und dann noch eine Möglichkeit, eine Form genauer beschreiben. Und wir haben auch die Bewertungskriterien für die Aufgabentypen betrachtet. Es gibt hier fünf verschiedene Kriterien, nämlich Erfüllung der Aufgabe, Zusammenhang des Vortrags, Wortschatz, Struktur und die Aussprache. Und im Anschluss daran habe ich Ihnen einige Beispiele für Vorübungen aus dem Prüfungstrainer gezeigt. Hier sehen Sie die erste Übung zu Sprechen Teil 1. Die Lerner sollen hier die verschiedenen inhaltlichen Aspekte den drei Teilen des Vortrags zuordnen. Und eine weitere Vorübung sehen Sie hier. Da geht es darum, dass die Lerner Ideen sammeln zum Thema der Weg zum Arbeitsplatz, also verschiedene Möglichkeiten und dann für jede Möglichkeit die Vorteile und die Nachteile notieren. Und Sie sehen hier auch drei Inhaltspunkte, mehrere Möglichkeiten beschreiben, Vor- und Nachteile nennen, eine Möglichkeit genauer beschreiben. Die sind immer gleich, unabhängig vom Thema. Also man soll immer über diese inhaltlichen Aspekte sprechen. Und im Übungsbuch gibt es nach den Vorübungen dann Modellaufgaben, Beispielaufgaben. Zu Beginn dieser Beispielaufgaben bekommen die Lerner nochmal Hinweise, eine empfohlene Vorgehensweise beim Üben und auch in der Prüfung. Und diese empfohlene Vorgehensweise wird dann trainiert anhand des Themas Urlaubsziele. Die Lerner notieren hier Stichwörter zum Thema und dann formulieren sie ihren Vortrag. Und in der Prüfung werden ja im Anschluss an den Vortrag Fragen beantwortet. Zu dieser Aktivität, gibt es noch zwei weitere Übungen. Und am Ende eines jeden Unterkapitels zu Sprechen 1 und auch zu Sprechen Teil 2 steht noch eine weitere Modellaufgabe. Sie sehen hier die Modellaufgabe zu Sprechen 1. Und im Online-Seminar haben wir außerdem noch zwei Ausschnitte aus einem Video gesehen, einen Ausschnitt mit einem Vortrag und einen Ausschnitt mit einer Diskussion. Und wir haben auch uns über die Schwierigkeiten ausgetauscht,
vor die jede der beiden Aufgaben die Lerner stellt. Ja, damit bin ich am Ende der Zusammenfassung angelangt. Vielen Dank.